So, dann sag ich mal hallo und willkommen zurück zu Nevermind. Wir sind in dem Trauma von Patient 251 und der Frau, oder besser gesagt, dem kleinen Mädchen, was da in der Kindheit eben so ein paar Sachen schiefgelaufen sind. Der Vater ist früh gestorben, die Mutter ist später erst gestorben und sie hat immer erzählt, dass der Vater einen Autounfall hatte. Wir haben jetzt 7 Bilder eingesammelt und haben das Elternhaus durch, glaube ich, soweit, hoffe ich. Das war auf jeden Fall Gänsehaut pur. Jetzt gehen wir mal hier in die Garage rein. Und ich fürchte, hier ist es nicht besser. Da liegt schon wieder eine Rechnung oder eine Mahnung. Ungeöffnet. Garagentor ist natürlich zu, klar. So. Wir müssen hier weiter, oder was? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Da oben stehen Leute. Was sollen wir jetzt hier machen? Das ist doch der Vater, oder nicht? Klar. In geklonter Version. Müssen wir darüber? Wir müssen bestimmt darüber. Wir versuchen mal. Wir müssen bestimmt auf die andere Seite. Müssen bloß mal eine Lücke abpassen. Wo ist eine große Lücke? Die Frage ist... Geh aus dem Weg. Ja. Wir müssen, glaube ich, rüber. Ohne überfahren zu werden. Wäre natürlich vorteilhaft. Erinner dich, was passiert ist. Ja, aber ich muss da ja rüber. Ich muss auf die andere Seite da. Da ist auf jeden Fall... Ich kann das von hier schon sehen. Das ist ein Bild. Und da sind auch Leute. Da ist nochmal der Vater. Ah, der Verkehr hier. Schrecklich. Kommen wir da so rüber? So, mach nochmal Platz. Was rumpelt denn da so schrecklich? So. Schaffen wir das hier zwischendurch? Geh aus dem Weg. Da ist das Auto. Aufnehmen. So. Auf dem Weg nach oben. Vater hat üblicherweise da oben gearbeitet. Vielleicht können wir mit einem Puzzle spielen, wenn er nicht zu böse ist. Das war oben. Was denn jetzt? Oh, Gehirnmus. Was ist hier denn los? Figure it out. Finde es heraus. Sagt der Vater. Was soll man herausfinden? Geht es hier weiter? Oh. Da. Finde es heraus. Die Frage ist, was sollen wir herausfinden? Ja, ich meine, wir sollen ihr Trauma lösen irgendwie. Geh weg. Das geht hier wirklich ab. Mein lieber Mann. Da oben ist noch irgendwas. Was war das für ein Bild? Finde es heraus. Wir gehen hier mal links. Oder waren wir hier schon? Da,
Was ist das für ein Bild? Können wir das von hier sehen? Können wir nicht. Das ist doch oben im Schlafzimmer, oder nicht? Der große Blutfleck. Gehen wir hier runter. Oh, nee, doch. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verlaufen, kann das sein? Was ist denn das? Der Kühlschrank. Der Kühlschrank, wir können nichts machen. Wir können nichts machen. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Weiter. Und hier der Baum. Aber da ist nichts, ne? Nein. Oh mein Gott. Scheint eine Art Erzbiergarten zu sein. Also ein bisschen auf jeden Fall. Sind wir da schon gewesen? Da sind wir schon gewesen. Gehen wir hier mal wieder rauf. Gehen wir hier mal rauf. Freunde, Freunde, Freunde. Go away. Geh weg. Geh weg. Ja. Ich versuch's ja. Oder wir versuchen das auf jeden Fall. Wir wollen hier irgendwie raus auf jeden Fall. Das ist ganz sicher. Was ist das denn da unten? Das ist doch eine Statue. Eine von den Statuen. Was soll uns das denn sagen? Hier weiter. Ich glaube, wir haben es hier. Die Milch. Da ist die Milch. Och, mein lieber Herr Gesangsverein. Wie kommen wir jetzt hier raus? So, hier unten. Da war die Statue. Gehen wir da mal weiter. Da geht's weiter. So wie es aussieht. Finde es heraus. Finde es heraus. Da ist nichts. Wir müssen da runter. Wir müssen da runter. Finde es heraus. Ja, mein Gott. Das müssen wir schon irgendwie, aber... Was beklemmend. Wo geht's denn jetzt weiter? Sind wir hier? Ich glaube, hier geht's weiter. Figure is out. Da schon wieder das Auto. Figure it out. Mit dem Vater. Go away. Geh weg. Da kommen wir raus. Wir kommen da raus. Und wo kommen wir rein? Oh, nee, ich doch. Oh mein Gott.
Da ist das Bild. Ohne Worte. Der Vater hat sie erschossen. Der Vater hat sich erschossen. Und die Augen gucken uns an. Da müssen wir raus. Oh. Die Garage. Reige die Garage. Meine Güte. Und raus hier. So. Boah. Meine Güte. So. Uns fehlt noch ein Bild. Ein Bild fehlt uns noch. Da spielt jemand Klavier. Da gehen wir doch mal rein. Das schauen wir uns noch an hier. Und wieder so eine... Da hat man das Gefühl, man lehnt sich, man guckt auf die Seite. Man ganz kurios. Willkommen. Was ist das denn hier? Das scheint eine Kirche zu sein. Nach vorne oder was? Okay, wir dürfen die Bänke nicht berühren. Wir haben es ja gelernt. Okay, also nochmal wieder rein. War doch hier, glaube ich, ne? Yes, hier war's. Also wir dürfen die Bänke nicht berühren. Dann werden wir aus dem Trauma heraus gestoßen. So, willkommen. So, das Ganze nochmal. So. Durch. Das ist nicht viel Platz. Kann man da nicht, kann ich nicht hinten nicht durch? So. Hier durch. Zack. Hier genauso. Hier auch schnell durch. Ups. Durch. Zack. Jetzt müssen wir hier in der Mitte durch. Oder? Gott, wie kommen wir denn da am besten durch? Dann gehen wir ganz gut auf die andere Seite. Oh. So, jetzt aber. Zack. Da steht noch was. Remember. Sehen die unheimlich aus? Gehen wir mal hier rauf. Der Sarg. Ein Sarg. Ein Sarg. Okay, was sollen wir machen? Was haben wir denn hier? Die Milch. Wieder die Milch? Das sieht aber mehr nach so einem Wohnzimmer aus.
oder nicht? Hier liegen überall Tassen rum. Aha. Die müssen wohl sicherlich die Tassen darauf oder was? So. Okay. Stellen wir da nochmal eine Tasse rauf. Zack, komm her. So. Darauf. Da muss bestimmt noch eine mehr rauf. So. Und da nochmal hin. Oder nicht? Und dahin. Zack. Und was passiert da jetzt? Das Auge öffnet sich. Und der Sarg kommt nach oben. Das Auge öffnet sich. Das müssen wir bestimmt mit denen auch machen. Das machen wir auch mal hier. So. Nächste Tasse nehmen. So. Jede zweite, ja. So. Und den letzten auch noch. Ja. Der Sarg geht immer weiter nach oben. Das Auge öffnet sich. Das müssen wir auch bestimmt mit der letzten machen hier. Pass mal auf. So. Was, bringt das was? So. Und darauf. Die Tasse dann darauf. Das müsste doch klappen, oder nicht? Da, das Auge geht auch auf. Okay. Ist ja... Naja. Es öffnet uns die Augen vielleicht. Vielleicht soll es das hier heißen. Wir werden noch ein bisschen Psychologe. So langsam und sicher. Da bewegt sich doch da drinnen, oder nicht? Was ist Vater da? Was ist Vater da? Okay. Klappe zu. Gut, dann gehen wir wieder raus. Wir haben jetzt ja... Wir müssten jetzt alle... Jetzt können wir durchgehen. Ohne Probleme. Wir haben ja jetzt alle Bilder. Dann müssen wir bloß mal die in die richtige Reihenfolge manövrieren. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Die super coole Treppe. Wo man das Gefühl hat, man fällt da gleich um. So, jetzt gehen wir raus. Aber auf einmal alles ein bisschen freundlicher, kann das sein? Oder täusche ich mich da jetzt? So. Wir haben alle Bilder. So. Wir müssen mal schauen, was... Das geht auf jeden Fall um den Vater. Sie vermisst den Vater. Beim Spiel mit Puppgeschirr, es war an dem Tag so heiß. Ich erinnere mich noch, wie durstig ich war. Pass mal auf, das nehmen wir mal hier rein. Durstig. Ich habe versucht, Milch einzugießen. Ich habe so viel verschüttet. Was nehmen wir als zweites? Vater und seine Briefe. Er wollte nie mehr weiterspielen, nachdem der Postbote neue gebracht hatte. Vater und Mutter immer... nachgewunken, wenn er zur Arbeit gefahren ist. Hat Vater. Was ist Vater da? Auf dem Weg nach oben. Vater war üblicherweise da oben, hat da oben gearbeitet. Vielleicht können wir ein Puzzle zusammen spielen, wenn er nicht zu böse ist. Pass mal auf. Sie will nach oben zu ihrem Vater und mit ihm puzzeln. Dann sieht sie,
dass er etwas, ja, ist. Aber er ist nichts. Jetzt kommt's nämlich. Er hat sich die Pistole in den Mund gesteckt und erschossen. So. Hoffentlich sind wir gute Psychologen. Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob das richtig ist. Scheint so. I remember now. I was playing tea party out in my yard one day and I got thirsty, so I went inside to pour myself a glass of milk. It slipped from my hands and spilled everywhere. I went to tell my mom, but she was taking a shower. So I went to tell my father. He was upstairs in his bedroom, and when I opened the door, he had a gun in his mouth. He looked at me, and then he shot himself. He shot himself. It was so terrible. I couldn't remember what happened. So my mom, she must have made up the story of the car accident to protect me from ever remembering. But I guess I always knew that was a lie. I always knew. Tja, das war eine große Lüge, ja, da sind wir nur hintergekommen. Und wir haben, so wie es aussieht, den Patienten auch geholfen. Oder der Patientin. Mann, wie. Also, wie weit das so reingeht, das Ganze. Also, das ist echt extrem, muss ich sagen. Also, das ist, ja. Es geht unter die Haut. Also, wirklich wahr. Es geht richtig unter die Haut. So, wir gucken jetzt mal hier rein. Wir haben es geschafft. Patientnummer, genau, die sind wir durch. Interagieren, Patient auswählen. Wir können mal gucken. Was haben wir noch? Da, wir haben 100%, das haben wir. So, eine obdachlose Person aufgenommen. Patient 418. Und das ist etwas, was wir nächste Woche machen werden. Quatsch, nächste Aufnahme. Okay, was haben wir hier noch? Reliktkammer. Eine simulierte Kammer. Galerie, Hommage an die Schrecken unserer Mitarbeiter hat zu überwinden. Was ist das denn für ein Satz? Eine simulierte Galerie, Hommage an die Schrecken unserer Mitarbeiter hat zu überwinden. Na okay. Da könnten wir auch reingehen. Was haben wir hier noch? Inselspar. Genießen Sie diese entspannte Neurospar-Erfahrung auf einer fernen Insel. Die könnten wir auch aktivieren. Was haben wir hier noch? Schnee. Genießen Sie diese entspannte Neurospar-Erfahrung auf einer friedlichen Bergbedeckten. Auf einer friedlichen bergbedeckten Berg. Einem heißt das wohl, oder nicht? Tischrunde-Simulation. Diese Simulation wird in der Zukunft verfügbar sein. Okay, die haben wir nicht. Gut, ich gehe mal jetzt hier zurück. Wir haben unseren Patient 251 haben wir geschafft. Super. Und wenn es euch dann gefallen hat, Freunde, dann spielen wir in der nächsten Folge den nächsten Patienten und wollen mal sehen, was mit dem so schief dran ist. Ich freue mich bis dahin. Ciao, ciao.